Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Da hier vorne, da in diesem Hotel, habe ich jetzt übernachtet. Ich habe heute ganz eine schöne Wanderung vor. Ich bin da hier im Hafenbereich. Nicht so weit von der Ostsee entfernt. Unten sind noch ein paar Enten. Ganz schöne Gegend da. Leba ist ein sehr touristischer Ort. Im Sommer, während der Hochsaison, hat es hier Tausende von Leuten, weil in der Nähe befindet sich ein ganz, ganz schöner Strand. Jetzt ist zum Glück noch Nebensaison und es hat noch nicht so viele Leute. Das da hier ist der Bahnhof von Leba. Ziemlich ausgestorben, weil da fahren nur im Sommer während der Hochsaison Züge. Sonst ist der Bahnverkehr da eingestellt. Da vorne geht es Richtung Zentrum. Da sind noch ein paar abgestellte Wagen. Hier endet übrigens auch die Bahnstrecke und mein Weg führt mich jetzt hier weiter. Da hier bin ich oberhalb der Leba, die kommt da aus dem Lebasee. Jetzt gehe ich noch auf die andere Seite. Hier fließt sie Richtung Ostsee. Die Ostsee ist da weiter vorne bei diesem Turm da. Schön. Auch hier draußen ist es noch ziemlich touristisch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht während der Hauptsaison da bin. Jetzt ist es noch ruhig. Im Sommer sind da x-fach so viele Leute wie heute. Da wimmelt es nur so von Touristen. Übrigens bin ich hier auch auf dem Jakobsweg und dem Europa-Fernwanderweg Nummer 9. Da komme ich jetzt in den Slowinski Park Narodowy. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist ein Naturpark sondergleichen. Ihr werdet hier ganz schöne Sachen entdecken. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Übrigens bin ich etwa Luftlinie 60 Kilometer von Danzig entfernt. Hier momentan noch in einem schönen Wald. Das touristische Zentrum habe ich bereits verlassen. Und wie gesagt, hier
befinde ich mich auf dem Europa-Fernwanderweg E9. Hier schlängelt der Radweg und Wanderweg, ist beides, schön durch den Wald. Ist da ein ganz, ganz schöner Wald. Die Vögel singen schön. Ist heute toll. Hier sind ein paar Gräber. Was es genau für einen Friedhof ist, kann ich euch nicht verraten. Es ist auch nicht mehr leserlich, was da auf diesen Grabsteinen steht. Aber es ist noch ziemlich groß und muss uralt schon sein. So, jetzt geht es wieder zur Straße. Befinde ich mich in Rabka. Von diesem Punkt an muss man bezahlen. Schön ausgeschildert. Und da vorne ist noch eine Karte. Ich werde euch jetzt zeigen, wo genau ich bin. Da hier oben, da bin ich gestartet und jetzt bin ich auf diesem Weg, da nach hinten. Da haben wir den Jezioro Lepsko, diesen großen See da. Und da oben ist die Ostsee. Man könnte da ganz schöne Wanderungen machen. Übrigens, der Jakobsweg geht auf diese Seite durch da hier hoch. Ja, schön. Da habe ich jetzt einen ganz schönen Weg. Jetzt bin ich auf der ersten Sanddüne oben. Die ersten wunderbaren Dünen. Und es wird dann noch schöner als da. Es ist traumhaft schön da oben. Ein Blick noch von einer anderen Seite auf die Düne. Das da hier sind noch kleine, die werden dann noch
größer weiter vorne. Jetzt gehe ich da wieder zurück auf diesen Weg, wo ich gekommen bin. All das, was innerhalb der schwarzen Linie ist, das ist der Nationalpark. Jetzt bin ich in der Sahara angekommen. Könnt ihr es was meinen? Bei den bekannten Wanderdünen sind riesig. Schon sehr viele Leute da. Übrigens, diese Wanderdüne ist 42 Meter hoch. Wenn man sie wandern sehen möchte, muss man in den Wintermonaten oder auch im frühen Frühling hierhin. Da sieht man sie, so habe ich gehört, am besten, wie sie wandert. Diese abgestorbenen Bäume da. Geht doch recht hoch. Oh, und auch da drüben. Sieht so toll aus. Riesengroß, und auf der anderen Seite geht der Pilgerweg durch. Oh, das ist riesengroß. Jetzt bin ich von da oben runtergekommen. Übrigens war hier früher ein Truppenübungsplatz und man hatte da den Wüstenkrieg erprobt. Zum Glück ist jetzt alles unter Naturschutz gestellt. Übrigens, diese Wanderdüne ist um die 42 Meter hoch, also richtig hoch. Und ist scheinbar die vierthöchste in Europa. Die höchste ist in Frankreich, aber da bin ich jetzt nicht ganz sicher.
eine lange, lange Küste. Und da ist wirklich schön zum Baden. Kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. Mal eine Rundumsicht. Ich bin da an der Ostsee. Da weit hinten hat es eine Schulklasse. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So schön da hier. Da vorne irgendwo mache ich dann jetzt eine Pause. Es zieht sich zu Filmen und Fotografieren, gibt es hier nicht so viele Anhaltspunkte. Diesen langen Strand bin ich jetzt entlang marschiert. Und ich glaube, die Schulklasse kommt auch darunter. Da wäre auch wieder ein Ausgang. Aber ich mache da nur eine Pause. Da hier ist die Küste. Schon ein bisschen steiler geworden. Wow, diese Fläche Wasser. Und jetzt hat es doch schon ziemlich mehr Leute gegeben am Strand. Wie wird das hier im Sommer aussehen? Oh nein, danke. Ich glaube, ich habe eine sehr gute Zeit gewählt. Es ist nicht kalt, geht zwar immer ein bisschen eine frische Brise, aber dafür hat es noch nicht so viele Leute wie im Sommer. Da sind sehr viele Bäume umgefallen, weil es vom Meer her ziemlich viel weggerissen hat. Und immer noch dieser wunderbare Strand. Da die weite, weite Fläche, alles Wasser. Und von da weit, weit, weit vorne komme ich jetzt her. Schon bald verlasse ich den Slovinzischer Nationalpark. Hat mir sehr gut gefallen. Hauptsächlich die Wanderdünen. Jetzt da am Strand entlang war es ein bisschen langweilig. Ich habe lieber ein bisschen eine Hügellandschaft und nicht alles Strand. Aber mal für eine Abwechslung war es auch nicht schlecht dadurch. Und nochmals einen Blick zurück. Dieser Radar da vorne, habe ich so das Gefühl, es hat einen Zusammenhang mit dem Schiffverkehr. Da auf der Ostsee.
an dieser Stelle verlasse ich jetzt den Nationalpark. Da vorne, in diesem Punkt, wo da in die See rausragt, dort fließt die Leba in die Ostsee raus. Und da nochmals einen Blick zurück. Ich mache da jetzt noch einen kleinen Abstecher. Dann geht es wieder an den Strand zurück. Ich möchte euch noch was zeigen. Ich hoffe, dass ich dazu komme, dass da nicht alles eingezäunt ist. Das da hier war früher mal eine Kirche. Das ist noch der Rest. Weil da stand da ganz früher Leba. Es wurde dann alles abgerissen da, diese Gegend, und versetzt an den heutigen Standort. Weil auch hier kamen die Wanderdünen durch. Mittlerweile ist da alles bewaldet. Da vorne fließt jetzt die Leba in die Ostsee hinaus. Da kommt gerade ein Boot rein. Das für ein Boot sein soll, keine Ahnung. Und an dieser Stelle fließt die Leba in die Ostsee. Da nochmals einen Blick zurück. Dort weit, weit oben bin ich hergekommen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Noch ein Eis essen. Nochmals einen Blick zurück. Da vorne ein moderneres Gebäude. Das ist keine Ahnung. Da ist der Hafen. Die Segelschiffe und die Yachten. Sicher so irgendwie ein Ausflugsschiff. Da drüben sieht man noch einen Katamaran. Heute Morgen bin ich von da gekommen und bin da nach hinten gegangen. Und jetzt bin ich von hierher gekommen.
nochmal seinen Blick die Leber runter. Da vorne komme ich jetzt langsam ins Zentrum rein. Schiffboote, sehr gut geschützt vom Wasser. Da hinten sind die Netze aufgerollt. Vorne hat eine Möwe einen Fisch. Das Wetter ist auch noch schöner geworden als heute Morgen. Sind auch schöne Tiere. So, ich habe wieder die Essenhäuser erreicht von Leber. Da die alten Schiffe, natürlich so nachgebaut wie früher. Und dann hat es vor allem Fischereiboote da. Zum letzten Mal noch einen Blick diesen Kanal runter. Und da die vielen Schlösser. Da noch einen Blick. Die Hauptstraße rauf. Das ist das Hotel, wo ich noch eine Nacht jetzt verbringen werde. Dann geht's wieder weiter.